So, jetzt habe ich mal alles soweit vorbereitet, dass ihr mein Projekt sehen könnt und die ganzen Katzenhaare, was soll ich machen, die sind jetzt dabei. Ich habe, wie ihr hier sehen könnt, zweimal das sozusagen vorbereitet, einmal links, einmal rechts, insgesamt in meinen Sticking-Maschen, also in den Maschen, die ich extra dazugegeben habe, das sieht man hier, ja? Also das Projekt noch ein bisschen weiter rauf liegt. Ihr seht hier, da ist die linke Seite von meinem Cardigan, die rechte Seite von meinem Cardigan und ich habe Maschen zugenommen, in dem Fall 5. Und diese 5 Maschen sind einfach dazu gedacht, dass ich dort dann aufschneiden kann. Warum ich aufschneide? Weil ich eben das Colorwork, also das mehrfarbige Stricken, in der Runde gemacht habe. So, ich habe mir jetzt dazwischen noch eine kleine Unterlage gelegt, damit ich beim... Ich tue noch ein bisschen rauszoomen wieder. Damit ich dann nicht die Hinterseite von meinem Projekt praktisch erwische. Das wäre nämlich doof, also das ist mein ganzer Cardigan. Und damit ich da ganz in Ruhe schneiden kann, ohne Angst zu haben, dass ich die Rückseite oder vielleicht Spannfäden von der Rückseite erwische, habe ich mir einfach eine Unterlage dazwischen gelegt, in dem Fall jetzt ein Notenheft, aber ihr könnt es in einen Karton hineinlegen oder ein Papier geht im Prinzip ja auch. Also es ist wirklich nur, damit ich hinten nichts erwische. Vorne will ich ja schneiden. In dem Fall habe ich eine kleine Schere genommen, also nehme ich eine kleine Schere, einfach weil ich das ein bisschen kontrollierter finde und damit ich wirklich aufpassen kann, wo ich schneide. Es ist so, je, man sagt im Englischen, stickier the wool, also je wolliger die Wolle eigentlich auch ist und je rauer die Fasern, umso weniger leicht fällt es nachher auseinander. Wir werden sehen, wie wollig das jetzt wirklich ist. Also Superwash oder Merino-Wolle oder überhaupt zum Beispiel Seide eignet sich eigentlich echt schlecht zum Sticken. Natürlich können tut man alles. Es heißt, also es ist einfach nur, dass dieses Absichern durch die, in dem Fall Nähmaschinennaht, umso wichtiger ist, damit sich dann nachher das Gestrick nicht auftrennt auf die Seite. So, spannend, spannend. Ich habe hier immer meine Masche, das ist auch ganz spannend zu wissen vielleicht, für jene, die es nicht wissen, ich habe das vorher nämlich nicht gewusst. Die ganzen kleinen Fäden kann ich theoretisch eh wegschneiden, schups, mache ich gleich. Die Masche erkenne ich daran, dass sie eben dieses V bildet, das ist hier wunderschön zu sehen. Und ich schneide nicht in der Masche auf, sondern ich schneide daneben auf, also links oder rechts von der Masche, also zwischen zwei Maschen schneide ich. Das heißt, ich schneide hier zwischen der blauen und der weißen zum Beispiel. Ja? Macht in dem Fall Sinn, ich habe hier gesichert und hier gesichert. Das heißt, wenn ich habe neben der blauen und neben der weißen gesichert, das heißt, wenn ich zwischen blau und weiß aufschneide, sollte im allerbesten Fall, Daumen halten, nichts passieren. Und ich werde das jetzt versuchen, mit der Kamera so nah wie möglich zu zeigen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich muss ein bisschen näher rangehen selber, sonst sehe ich nichts. Ich hoffe, es hält alles scharf. So, also ich schneide jetzt zwischen diesen zwei Maschen auf. Spannend, spannend. Erster Schnitt. Das ist natürlich ganz dick. So. Und wie ihr jetzt sehen könnt, die Wolle hält sich eigentlich ganz gut selber fest. Also es rennt jetzt nichts eigentlich rauf oder runter. Ich werde jetzt einfach weiterschneiden und schauen, dass ihr immer gut im Bild seid. Ich hoffe, das funktioniert.
ist vollbracht. Ups, Entschuldigung. Alles fertig gestickt. Eine Unterlage gebe ich raus. Und so schaut es jetzt aus. Was auch immer ich da gemacht habe. Es ist eine Weste. Ja, so schnell ist es gegangen.